Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute ein bisschen früher als erwartet. Ich dachte mir nämlich eigentlich, morgen mache ich das. Aber heute ist der 21.09.2021 und wir haben Vollmond in den Fischen. Und ich habe mir gedacht, erstens spricht mich das Datum total an. Zweitens habe ich schon mitbekommen, manche befinden sich in einer etwas herausfordernden Energieschwingung. Und zweitens haben wir jetzt dann auch noch einmal morgen, glaube ich, die Tag- und Nachtgleiche. So, und was hat das alles damit zu tun? Nämlich, dass es darum geht, in den Rückzug wieder hineinzukommen, in sich selbst wieder einzutauchen und sich selbst da drinnen einmal zu erfüllen, um in seinen Tiefen wahrzunehmen, was da vielleicht an Sehnsucht schlummert. Und deswegen folgt nachher auch ein Update Liebe, weil ich wahrgenommen habe, dass sehr viel an Verbindung, Sehnsucht, dafür spricht ja auch der Vollmond in den Fischen, auch diese Sehnsucht nach der Verbundenheit auch miteinander, diese Sehnsucht, wo die Seele wirklich das Bedürfnis hat, auch fast schon sich selbst, aber auch andere irgendwie zu umarmen, wahrzunehmen und vermehrt einfach in diese Verbindung zu gehen. Und was einen da stärken kann und um was da geht, das schauen wir uns jetzt hier einfach an, was uns jetzt durch diese Vollmond-Energien begleitet. Ich glaube, gestern war auch ein Portaltag, hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Das heißt, es ist da einfach auch eine Umbruchsenergie. Es wird alles ein bisschen dünner, auch von außen. Jetzt kommt diese herbstliche Zeit, also alles irgendwie so in dieser... Ist der Merkur eigentlich schon rückläufig? Das kommt ja dann auch noch dazu. Also da tut sich tatsächlich einiges. Nein, ich glaube, das ist erst ab dem 29. ist ja egal. Da kann man ja nachschauen, wen sowas interessiert. Also es geht schon von der Energie auch in dieses in sich zurückfallen und dort einmal ins Fließen kommen. Wieder mal ganz für sich, ganz genau hinspüren, was man braucht. Und wir schauen jetzt mal, was wir brauchen können, was uns da jetzt begleitet. Bis gleich. Also, übergeordnet ist irgendwie wirklich dieses Nimm die Chancen wahr, verbinde dich mit Kosmos und Erde, geh in deine innerste tiefe Energie zurück, schau nach vorne, blick nicht in die Schwere der Gedankenkraft zurück und finde in diesem neu erworbenen, in dieser neu erworbenen Entscheidung dein Glück. Ja? Hier geht es wirklich noch darum, dass wahrscheinlich, vermutlich bei den ein oder anderen oder bei fast allen hier noch einmal so diese tiefen Gefühle hochkommen, die im Herzen gefühlt und nicht bewertet werden wollen. Und dort die Umsetzung von dem Gelernten, von dem, was in der Vergangenheit hochgekommen ist, was hier in der Heilung ist, was so ein bisschen in der Selbstmeisterschaft liegt, einfach zu wissen, okay, ich entscheide mich jetzt für mich, für den Weg der Liebe. Wenn ihr euch diese Karte anschaut, ja, das ist auch eine Entscheidung, hier durch dieses Tor zu gehen und diesen Pfad mit Liebe zu sehen. Ja, auch wenn hier in der Vergangenheit doch einiger Schmerz sicherlich vorhanden ist und wir haben hier zweimal die Seelenflügel und die Überwindung von Schwierigkeiten. Schau in dich selbst hinein, wie es sein sollte, wie es war, wie du es dir vorstellst und was da eigentlich passiert ist und wo du hier eine Reinigung machen kannst von dem, was da eigentlich noch nicht ganz transformiert wurde. Hier haben wir ein Bild, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, das gefällt mir eigentlich so gar nicht wirklich, weil wir haben hier ganz viel irgendwas hier drinnen und irgendwelche Spritzer auch dabei und einen Fluss, der komplett verdreckt ist. Also, und da die zwei Menschen, die sich vereinen im Herzen, aber irgendwie spült es da alles weg, ja, durch einen Regenbogenfluss, aber auch der Baum hier trägt eigentlich keine Früchte, also irgendwie ist dieses Bild kein Genuss, ja. Lass alles aus deinem Herzen fließen, bewerte es nicht. Entscheide nicht für jemanden anderen, wie er es eventuell findet, lass es einfach fließen. Ja, da kommt aber jetzt ganz viel Gerümpel, Schutt und so weiter, auch sicherlich schwierige Gedanken, sicherlich auch Gedanken der Verzweiflung, der inneren Unruhe,
vielleicht auch der Verurteilung, Situationen gegenüber oder sich selbst gegenüber. Irgendwas, was da einfach nicht so ganz im Fluss ist. Und das möchte tatsächlich in die Transformation geholt werden, indem man es einfach mal sein lässt und nicht bewertet und hier nicht in diesen Zyklus wieder eintritt, wo man das als Marterung sieht, wo man das als ungerechte, zwecklose Folterung der eigenen Seele vielleicht betrachtet. Ja, sondern hier die Chance hinter dem Ganzen sieht, das Wachstum hinter dem Ganzen sieht und seine eigene Größe, die dadurch erwacht ist und sich dafür zu entscheiden, hier jetzt durch diesen Regenbogenfluss oder durch diese Regenbogenbrücke durchzugehen, ja, und diese Unentschiedenheit von früher als hinter sich betrachtet. Ja, diese Entscheidung, hier da einfach durchzugehen und in die Umsetzung der eigenen Lebensfreude wieder hineinzutauchen. Denn wir haben hier tatsächlich die Seelenflügel, breite deine Flügel aus und öffne deine Seelenflügel. Es ist jetzt Zeit, um dich von der Raupe zum Schmetterling zu entwickeln und genauso ist es. In der Stille findest du die Kraft, die in dir deine Macht erschafft und das Wissen, du bist geliebt, egal was um dich herum dich umgibt. Ja? Egal welche Situationen, egal um was es da geht im Leben, nein, ich möchte jetzt hier Karten ziehen. Du bist geliebt, du stehst in der Transformation und bei dir geht es um die Ruhe und die Verbundenheit mit allem wieder. Ja? Geh in deine klaren Gedanken hinein, auch hier wieder in die Verbundenheit. Nimm dich selbst und andere wahr und umarm dich im Geiste mit ihnen wieder. Ja? Da geht es um Verbundenheit, da geht es um Umarmung, da geht es darum zu fühlen, dass man verbunden ist, auch hier auch mit diesem Kristall. Wunderschön und das in dem Herzen einfach übersprudelnd wahrzunehmen. Stell dir vor, wie es sein soll und stell dir nicht vor, wie es nicht sein sollte, ja. Und wir haben auch hier das tiefe Vertrauen in diesen Neuanfang, der passieren wird. Was möchtest du, wie es denn sein soll? Ja, und vertraue dir selbst, dass du genau wichtig und richtig bist, wie du gerade bist. Und all das ist im Wandel, all das ist in der Veränderung. All deine Fülle möchte jetzt zu dir kommen mit all deiner Sensibilität auf die Situationen hin und der Wahrnehmung auf das, dass du ein Geschenk dieses Universums bist, was hier auf dieser Erde wandelt. Und dann nimm dich zurück aus diesen hektischen Zeiten, erkenn den Wohlstand der ganzen Situation, fühl dich begleitet, auch wenn es rüttelt und schüttelt. Es geht um dich und es geht darum, in dieser Situation einmal der Beobachter zu werden und nicht der, der Taten jetzt sprechen lässt. Die Umsetzung erfolgt in der Ruhe, in der Kraft, indem du dieses überwindest. Ja? Da geht es um Kontrolle und Macht. Da geht es darum, in dich selbst, in dieses Vertrauen hineinzufinden, um diesen Zweifel an dir zu überwinden. Ja, und darum kehr in die Ruhe ein, kehr in den Wohlstand hinein, in dieses Zurückfallen lassen, in Gold, Silber, Grün meinetwegen, oder ist es Weiß, weiß ich nicht, ja, egal, diese Farben kamen jetzt, um dich von innen nach außen mit allem zu verbinden, darum geht es jetzt. Es geht nicht darum, im Außen irgendwas zu tun, im Außen irgendwo zu laufen, irgendwo, ja, Gedanken, Konstrukte, Klärungen im Außen jetzt zu suchen, sondern es geht wirklich darum, in der Ruhe zu fließen, in sich selbst einmal sich hinzulegen. Ich sehe da wie so eine wunderschöne Schale ausgebettet mit was war, Rosenblättern, mit Flausch, mit irgendwie auch so fast wie ein Kind. Da fällt mir jetzt, wie heißt denn diese Künstlerin, die Anne Bishop, nein, das ist eine Autorin, Jesus, aber irgendwas mit A, glaube ich, die fotografiert Kinder-Baby-Bilder in so ganz Blumen, Händen, also die Babys immer ganz klein und ganz süß zusammengewurzelt in wunderschönen Situationen, ganz geborgen, ganz viel Geborgenheit und das kam jetzt mit so wie so in allen Facetten nämlich, habe ich jetzt so wie gesehen, ja, also wirklich dieses kleine Kind, aber bis hin zur erwachsenen Frau oder Mann, ja, völlig egal, was da so gebettet in dieser Schale liegt, umringt von Rosenblättern, von ganz weicher, wunderschöner, sanfter Energie und da darfst du dich einfach mal niederlegen und zur Ruhe legen, um all das, was schön ist, um dich zu spüren, um da die Kraft zu haben, um dann weiterzugehen und aus der Mitte heraus für dich und alle einfach zu wirken. Das ist die Transformation, um das geht es hier. Es geht um deine Verbindung mit allem wieder und um dein gesundes Leben.
Deswegen musst du jetzt nicht immer nach höherem streben und den Kopf füttern damit, sondern wirklich einfach dich zurückfallen lassen, die Arme öffnen, dich verbinden und da diesen Fluss des Lebens für dich wieder spüren, wahrnehmen und dadurch diese Seelenflügel in dir integrieren, die dann von selbst sich aufbreiten und erweitern, wenn dieser Zeitpunkt für dich gekommen ist, um zu fliegen, um diesen Weg des Herzens für dich geradeaus weiterzugehen. Das ist das, was jetzt so mitkommt. Und da wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und fließen, ja, in der Fischenergie auch, in diesem Neuerwachten. Ihr seid nicht alleine, vergesst das nicht. Egal in welcher Situation ihr seid, verbindet euch mit dem Gitternetz der Liebe, verbindet euch mit uns allen zusammen, wo wir alle eins sind, wo wir alles, was wir uns vorgenommen haben, schaffen können, wo wir Liebe geben, wo wir Liebe empfangen. Keiner von uns ist hier allein. Das kann ich euch mitgeben und wünsche euch jetzt ganz, 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 ganz viel Frieden in eurem Herzen und für euch geborgen sein. Bis dann, ihr Lieben. Baba.